Hey Kinders, was geht bei euch ab? Willkommen zu dieser ultra späten Aufnahme. Es ist jetzt irgendwie 3:30 oder sowas. Ich habe mit Warden und Forty noch übelst lange geschwänzt. Aber ich brauche noch eine Kleinigkeit für heute. Und deswegen dachte ich mir, komm, wir holen uns einfach ein Overwatch und schauen uns mal den Knecht an, der schon im Warm-Up reported wird. What the fuck? Scheinbar, ich weiß auch nicht, geht hier jemand extrem brutal ab. Das habe ich schon ein paar Mal gehabt, dass jemand im... Was ist denn mit dem Warm-Up? Hä? Habe ich hier einfach nur gerade einen Bug oder was? Weil die Anzeige immer noch auf Warm-Up steht? Ach so, okay, jetzt. Alles klar. Also, derjenige wurde im Warm-Up reported, steht jetzt einfach nur rum. Wahrscheinlich gerade am, keine Ahnung, was, kratzen. Und ja. Es muss ja jemand... Also, man muss was ziemlich Krasses eigentlich gemacht haben, um im Warm-Up bereits gebannt zu werden von jemandem. Oh. Ja gut. Ich glaube, ich weiß, was hier Phase ist bei dieser... Ich glaube, es ist eine Frau. Lass mich kurz gucken. Ihr wisst ja, ich habe die Gabe zu schauen, was für ein Geschlecht derjenige hat. Aber er oder sie müsste sich noch ein bisschen bewegen, dass ich das besser auslesen kann. Das Alter kann ich auch auslesen, aber wir müssen uns erstmal mit dem Alter begnügen. Guck mal, da kommt jetzt jemand. Und er, sie, es... Was? Oh Mann. Weißt du, ich laber am Anfang irgendwas von wegen, ja, er muss echt was Krasses gemacht haben. Und wahrscheinlich hat er die ganze Zeit schon diese Shots gemacht durch die Tür, aber ich hab's nicht gesehen, weil ich einfach schon mit Laberei beschäftigt war. Okay. Alles klar. Wir haben hier auf jeden Fall einen Wallhack und es ist eine Madame. Es ist ein Fräulein. Es ist sogar ein sehr junges Fräulein. Warte mal kurz. Okay. Eindeutig minderjährig. Oh, she. Ich glaube, das ist tatsächlich ein kleines Mädchen, die hier am Cheaten ist. Darf sowas wahr sein? Weiß ich vom großen Bruder den Cheat-Account, den er auch benutzt, wegen seiner kleinen Mini-Nudel. Und sie will halt auch mal ein bisschen reincheaten. Okay, haben wir da auch noch vielleicht einen kleinen Aim-Assist gefunden? Das ist doch... Das darf doch jetzt nicht wahr sein. Achtung, was passiert da mit Tukan? Der wird jetzt gleich so niedergemacht. 3, 2... Penis! Was? Oh Gott, sie hat nicht getroffen! Okay, doch keine Cheats, legit auf jeden Fall. Ich glaube, ich versuche irgendwie sie zu finden auf Steam und ihren Knife rüber zu traden. Auf jeden Fall total krass unterwegs, das Girl. Ein 7 Jahre altes Mädchen, das am Wallhacken und wahrscheinlich auch am Aimbottern ist. Ich hätte nicht gedacht, dass ich sowas jemals zu Gesicht bekomme. Ich kann euch vielleicht irgendwann mal einführen in die Kunst des Geschlecht und Namens. Namens. Ich weiß auch den Namen, aber jetzt noch nicht. Alles klar? Was war das? What the fuck, man? Einfach ein riesen verschissener Lag? Okay, wo war ich stehen geblieben? Das Erkennen des Geschlechtes und des Alters. Das kann ich euch vielleicht irgendwann mal, das könnt ihr euch mal zu Gemüte führen, wenn ich euch das mal erkläre. Auch im Livestream fragt ihr mich ja ständig, wie es eben aussieht da bei dem, oder ihr. Und sie steht jetzt einfach nur rum. Wahrscheinlich gerade Teekränzchen mit den Teddybären. Guck mal, alle stehen rum. Tokus steht auch. Guck mal dahin. Ach, man sieht die Maus nicht. Ja, das ist natürlich schwach. Oh, eben ist noch Parkinson hinzugekommen. Shit. Da kommt jemand. Frog kommt ganz langsam angeschlappt. Diese Warterei. Alles klar, es geht weiter. Jetzt bin ich doch gerade mal gespannt. Bulldog, Frog, Tukan, Torus. Alle in Apartments. Ihr wisst schon. Tunnels kommt raus. Frog ist total unbeeindruckt. Hat sie jetzt ausgemacht oder was? Ja, das ist jetzt irgendwie... Tatsächlich sehr merkwürdig. Hat das gepasst mit so einer kurzen Standzeit? Hat sie sich kurz hingestellt und irgendwie die Cheats an- und ausgemacht? Vielleicht ist auch ihr Bruder gekommen und hat da irgendwas gemacht, man weiß es nicht. Sowas ist meistens auch vererbt, also durch die ganze Familie hinweg in der gesamten Geschichte. Wenn jemand mal gecheatet hat, dann ist einfach die ganze Familie Oh my god. Einfach angeneift, das ist aber eine Frechheit, ne? Kann ich jetzt gerade mal nicht fassen. Die gehen alle short. Sie sieht's natürlich, weil sie sieht das. Sie weiß, wie der Hase läuft. Tukan steht da hinten noch rum. Also der Waller ist auf jeden Fall noch on point. Guck mal. Auch das Knife ist gezogen, ne? Ganz klar. Aber Aim ist auf jeden Fall nicht vorhanden. Aber ich bin mir fast sicher, dass da vorhin auf jeden Fall Aim-Unterstützung mit drin war. Ich werde es auf jeden Fall drücken. Der Warlock ist ja eh confirmed, so oder so. Und den Aim will ich aber auch noch dazu drücken. Außer, und damit nehme ich meinen auf jeden Fall zurück, ich entscheide mich halt dagegen jetzt im Laufe der weiteren Runden. Sehr inkonsequent, ich weiß. Aber man muss auch manchmal inkonsequent sein, wenn man jemanden Inkontinentes sieht, so wie dieses junge Mädchen hier. Oh. Aber mit dem Taser, wenn sie jetzt durch diese Doors durchtasert,
dann fliegt mir aber echt die Krawatte weg. Ich meine, ich habe keine an, hallo, ist das halb vier. Aber wenn ich eine an... Das war schon fucking weak, wirklich. Das, also, guck mal, jetzt überlegst du dich, fuck, Mann, ich muss jetzt eigentlich noch meinen Aim Assist anmachen, damit ich mit meinem verschissenen Taser besser draufheben. Das ist doch lächerlich gerade, oder? Oder braucht sie lange zum Einkaufen? Kann auch sein. Ich meine, Frauen sind an sich, wenn da Schuhe vielleicht auch drin sind im Kaufmenü, schon eher diejenigen, die etwas länger brauchen für so eine Geschichte. Wobei ich jetzt nicht zwingend sagen will, dass alle Frauen schuhverrückt sind. Aber zumindest die meisten, doch, ja, doch, die meisten, die ich kenne. Gut, ein siebenjähriges Mädchen ist ja auch schon mal keine Frau, sondern ein Mädchen und hat vielleicht mit Schuhen. Fängt es bei, wie früh, wann entwickeln kleine Mädchen den Spaß daran, sich zu... sich mit vielen Schuhen und Klamotten zuzukaufen, die dann mit ihren Müttern irgendwie in H&M gehen, C&A, Ernstings Family, wo kann man noch Klamotten kaufen, Mediamarkt, irgendwelche T-Shirts von Games. Und dann heißt das, Mama, ich will das Kleidchen und dies auch. Und wann fängt das an? Fängt das bei... Doch, es ist schon bei 7. Ich glaube, das ist schon auch in diesen jungen Jahren. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also, ja. Krass, krass, krass. Es wirkt fast so, als wenn es aus wäre. Die Cheats, als wenn alles komplett ausgeschaltet wäre. Irgendwie ist da nicht viel. Oh. Ich dachte jetzt, dass sie wirklich hier drauf knallt. Aber. Habt ihr das gesehen? Derjenige hätte nur noch einen Zentimeter hinruckeln müssen. Jetzt tut sie so. Ah, jetzt rennt sie weg, weil er zurückkam. Den Waller haben wir so oder so confirmed, aber es freut mich dann immer wieder, wenn zwei, drei Runden kamen, in dem irgendwie plötzlich alles legit war, dann doch wieder was kommt, wo man sieht, alles klar, es ist nach wie vor der Wallhack da. Und weil wenn man diesen Suspect beschaut, sich also den Fall anschaut, dann vergisst man gut und gerne auch irgendwie was von vor ein paar Minuten, weil ich kann da nicht zurückspulen. Ich kann es euch hier auch nochmal zeigen. Na fuck, das war ein verschissener Fehler. Kann ich weitermachen? Ja, kann ich. Ich kann ja nicht zurückspulen. Man sieht, es bleibt einfach hier vorne. Diese Tasten funktionieren auch nicht. Ich kann nur langsamer machen. Ah, ich soll Rounds probieren? Das geht auch nicht. Ich kann hier in den Rounds auch nicht hin und her schalten. Nach vorne geht wahrscheinlich. Aber man kann halt nicht hin und her schalten, nach hinten schalten. Das heißt, es passiert manchmal, dass man sich irgendwas gut oder schlecht redet. Im Nachhinein. Und auch wenn jemand ziemlich krass scheinbar gecheatet hat, denkt man sich 3-4 Minuten später, nachdem 4-5 Runden nur legit kam, dass man denkt, hab ich wirklich jemanden cheaten gesehen oder war das irgendwie Ultralack oder so? Also das ist so ein bisschen blöd. Die einzige Möglichkeit, um wirklich praktisch in Anführungsstrichen zurückzuspulen oder es sich nochmal anzuschauen, wäre, das jetzt einfach zu beenden. Indem ich Counter-Strike beenden würde oder diesen Fall beenden würde, vorzeitig, dann müsste ich ihn mir von vorne anschauen. Könnte wieder an die Stelle spulen, an der ich war oder die ich sehen möchte, falls ich sie hier treffe oder wie gemerkt habe, dann würde das schon gehen. Aber so alles in allem kann man nicht hier drin zurückspulen. Und ja, es ist mir schon ein paar Mal passiert, dass ich, weil ich grundsätzlich dann halt, wenn wirklich lange Zeit nichts passiert, dazu tendiere, dass ich einfach guten Herzens bin und denke, gut, das ziehe ich zurück, den Aim Assist zum Beispiel oder halt, oder sogar alles. Wenn einfach eine lange Zeit nichts kommt und dann denkt man sich, was war am Anfang? War da jetzt wirklich krass der Cheat am Start oder war das dann doch eher nicht so cheatbehaftet? Ich meine, jeder kennt diese Runden, wo du zwei Headshots mit einer Deagle, zwei Schüsse, zwei Headshots durch eine Smoke auf Belong bei Nuke, Cable oder was weiß ich wo einfach triffst. Und du denkst dir, fuck man, wenn das geoverwatcht wird, wie sieht denn das aus? Wie sieht denn das aus? Und ja, deswegen kann man sich auch viel wirklich dann im Nachhinein wiederum gut reden und sich sagen, vielleicht war derjenige gespottet von den Mates. Oder es war halt einfach Luck. Oder. Da kann viel drin sein. Und das war jetzt völlig legit, finde ich, die Sache hier. Also, aim-technisch sah das tipptopp aus. Höchstwahrscheinlich werde ich echt den Aim-Assist... den Aim-Assist weglassen. Und nur den Vision-Assist anhaken. Der ist auf jeden Fall drin. Der reicht ja auch vollkommen aus. Ich sag's jedes Mal und ich sag's auch hier wieder. Es ist nicht schlimm, wenn man irgendwas nicht ankreuzt. Jetzt speziell bei Aim oder Wall. Denn sobald eben Aim oder Wall angehakt ist, wird derjenige gebannt. Auf jeden Fall. Wenn man das andere noch mit dazu ankreuzt und es stimmen würde, wird er nicht länger gebannt. Soweit ich weiß, sondern der Bann ist da, der ist dann, diesen Wackbann hat man dann drin, forever. Und ja, so ist es. Bei den Grief-Banns ist es anders, da muss ich auch noch was sagen. Und zwar habe ich mich ja schon oft drüber aufgeregt. Ich habe gesagt, Griefing soll viel stärker, schlimmer bestraft werden und hin und her. Und man kann den Text-Chat und den Voice-Chat nicht hören oder sehen. Und das ist kacke. Aber einige von euch haben mir da gesagt, wenn man x-mal wegen Griefing reported werden würde, also speziell wegen Chat-Griefing, egal ob Voice oder geschrieben,
dann würde man einen Bann bekommen, auf jeden Fall, der ein paar Wochen geht. Ich habe so ganz hinten im Gedächtnis noch so eine Information gehabt, dass es da so einen Automatismus gibt, dass dann doch man, dass man eben dafür bestraft wird, ohne dass ein Overwatcher das machen muss, weil er es auch gar nicht kann. Man kann ja nicht auf Voice-Chat oder sowas hier, das geht ja nicht, man hört ja nichts, man sieht nichts. Aber, ja, dadurch jetzt nochmal mit diesem gefestigten Wissen davon, muss ich sagen, es geht, es hält sich in Grenzen, wie alles bestraft wird, es ist ganz in Ordnung, es ist ganz in Ordnung. Den geschriebenen Chat könnte man einblenden, den, ich lasse das jetzt übrigens so, den Voice-Chat vielleicht wegen Datenschutzgründen, ne, dann sagt man, ich will nicht, dass man meine Stimme hört, bla bla bla, okay, aber der geschriebene Chat, da kann mir keiner, das könnte man ruhig schon einblenden. Wenn jemand wirklich die brutalsten Beleidigungen in den Chat reinhaut, dann sollte er dafür auch auf jeden Fall bestraft werden. Vielleicht nicht für immer, aber zumindest für 20 Jahre, ne Quatsch, zumindest für, ich sag jetzt mal, einen Monat. Ich finde, das ist schon eine harte Strafe, oder? Für jemanden, der aktiv spielt, auf einmal einen Monat nicht spielen zu können, eine Woche ist schon krass, aber einen Monat, kann man schon machen. Naja, Leute, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst es mich irgendwie wissen. Wir sehen uns dann morgen im nächsten Video und am Dienstag im neuen Livestream. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Das war wieder brutal schon die Kamera, ne? Es ist so, so heavy assault suit wie die Kamera. Guck, es ist so richtig stab, stabber, die Bab. Mo fact. Yeah.